Für Sport ist man nie zu alt, das ist klar. Doch bei den Not Meets Masters wird dieses Motto gelebt. Insgesamt 8 Teams sind dieses Jahr beim Senioren-Teen-Wettbewerb der LG Nord am Start und 5 von ihnen kämpfen um den heiß begehrten Nordberliner Masters-Pokal. Es ist schön, dass der mehr oder weniger nicht der ganze Verein wäre übertrieben, doch aber jung und alt zusammenkommt, zusammen Sport macht, zusammen aufräumt, zusammen aufbaut. Gut. 2022 geht Nord Meets Masters bereits in seine 6. Ausgabe. Und der Wettkampf erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Entstanden ist der Wettbewerb, da es gerade im Seniorenbereich recht schwierig ist, in den verschiedenen 10er-Jahrgangsblöcken Mannschaften zu bilden. Das war aber Anlass für die LG Nord, das Teamwettkampfformat für Senioren etwas umzuändern. Daraufhin haben wir überlegt, wie wir etwas gestalten können, einen Wettkampf, was für alle attraktiv ist, was viele mitnimmt, was auch viele, die nicht so häufig in Wettkämpfen eingebunden sind, hier mit reinbringt. Und so kann jeder ab Altersklasse 35 mitmachen. Die Teams bestehen aus je 5 bis 8 Athletinnen und Athleten und zu messen gilt es sich in insgesamt 6 Einzeldisziplinen und einer 4x100 Meter Mixstaffel. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der U20 sind zugelassen, ihre Teams gehen aber nicht in die Wertung um den Masters-Pokal ein. Trotzdem ist es aber vor allem ein familiäres Miteinander und die Ergebnisse lassen sich durchaus sehen. Sind wir froh, dass wir alles unterstützen können, wo Mannschaftswettkämpfe für Senioren angeboten werden, weil wir ja eigentlich doch besser sind als die anderen, die Profis sind und keine Plätze in der WM belegen, während unsere Altersklassen bei der WM 148 Goldmedaillen geholt haben. Und das muss man doch auch mal zeigen. Bleibt natürlich noch die Frage, wer dieses Jahr den Wanderpokal mit nach Hause nehmen darf. Letztes Jahr ging die Trophäe an die Saxony Lions und wechselte somit erstmals das Bundesland. Aber die Masters der LG Nord haben da noch ein Wörtchen mitzureden. Wir haben tatsächlich geplant, mit unserem Team dafür zu sorgen, dass der Pokal diesmal in Berlin, besonders in Reinickendorf, bleibt. Die Masters und das Team aus Dresden-Halle liefern sich einen tollen Wettkampf, doch am Ende haben die Gäste die Nase vorn. Team Dresden meets Halle damit auf 1, vor den LG Nord Masters und dem VfV Spandau. Und somit bleibt der Pokal in Sachsen bzw. Sachsen-Anhalt. Wir kennen uns des Öfteren, deswegen ist es jetzt nichts Neues gewesen, sondern einfach wieder... Aber es war erfolgreich, genau. Und wir haben alle wunderbar miteinander harmoniert und zusammengepasst und uns die Daumen gedrückt und unterstützt und ja. Gut supportet auf jeden Fall. Ja, und so glücklich. Auch die nächsten Events stehen quasi schon in den Startlöchern. Am 4. September findet der Reinickendorfer Halbmarathon statt, für den ihr euch auch immer noch anmelden könnt. Wenn euch aber mehr nach Abwechslung ist, dann nehmt doch an Run & Bike knapp 2 Wochen später teil. Und auch hier zählt natürlich, wie bei den Nord Meets Masters, in erster Linie der Spaß und die Freude am Sport allgemein. Egal, ob für jung oder alt.